Im Rahmen meiner Sommertour der Nachhaltigkeit bin ich bei Fritz Kohler, um mich mit dem Gründer und Geschäftsführer Mirko Wieger zu unterhalten und dem Sprecher für Nachhaltigkeit Björn Knob. Und nun bin ich kein großer Cola-Trinker, aber wenn ich Cola sehe oder in der Hand habe, denke ich nicht sofort an Nachhaltigkeit. Das macht es aber auch spannend, weil die entscheidende Frage ist, wie kriegt man alles auf Nachhaltigkeit? Also wie kriegt ihr diese Brause auf Nachhaltigkeit? Also wir haben natürlich ganz, ganz viele Themen, die uns beim Thema Nachhaltigkeit irgendwie berühren. Eins der wichtigsten ist für uns die Verpackung. Wir nutzen nur Glasflaschen. Wir sehen aber auch zum Beispiel gesellschaftliches und politisches Engagement als eins der wichtigsten Themen für uns als starke Marke. Einsortiert haben wir das jetzt mal bei dem Ziel 12, nachhaltiger Konsum und Produktion. Bei der Produktion legt ihr ja Wert darauf, dass der Weg zwischen Herstellung und Aufmachen sehr kurz ist. Zur Herstellung gehören auch die Substanzen, die da drin sind. Noch wachsen in Hamburg keine Cola-Bäume. Das heißt, wie sieht es bei euch bei der Rohstoffbeschaffung aus und wie macht ihr das, dass das möglichst nachhaltig ist? Wir sind gerade dabei, immer mehr Transparenz in unsere Lieferketten zu bringen und die Rohstoffe möglichst genau erstmal überhaupt sozusagen transparent nachvollziehen zu können. Und wir nutzen zum Beispiel sehr, sehr viele lokale Lieferanten und Partnerunternehmen. Alles, was unsere Verpackung angeht, kommt komplett aus Deutschland. Die Inhaltsstoffe werden immer regionaler und auch immer ökologischer. Das heißt, wir haben mittlerweile zum Beispiel 59% Anteil von Säften und Konzentraten, die aus Bioanbau kommen. Als ihr das gegründet habt, war das Thema Nachhaltigkeit schon da dabei oder war es erstmal das Produkt und dann hat man sich sortiert und später ist das dazugekommen? Wie war das? Als wir uns mit der Gründung beschäftigt haben, war bei uns Nachhaltigkeit noch kein Thema. Vordergrund stand das Unternehmertum, die Selbstständigkeit an sich und Nachhaltigkeit ist im Laufe der Zeit bei uns zum Unternehmen dazugekommen. Was dann ja auch noch dazugekommen ist, ist so ein gesamtgesellschaftliches Engagement. Also ich erinnere mich an die Kampagne Pfand gehört daneben, dass wenn man seine Pfandflasche dann nicht nach Hause schleppen will, dass man sie nicht einfach in Müll wirft, sondern da gibt es ja auch so Sammelboxen an den Masten dann. Das habt ihr sehr stark gemacht, ihr engagiert euch im Kulturbereich, also nicht ohne Zufall, ist hier ein bisschen Kunst an der Wand. Wie ist das gekommen und wie seht ihr da eure Rolle? Unser gesellschaftliches Engagement ist im Laufe der Unternehmenszeit zu uns gekommen. Also wir haben wir hatten sehr viel Erfolg, wir haben immer noch Erfolg mit Fritz Kohler. Und uns ist später unsere Bedeutung und unsere Tragweite als Unternehmen, als Marke bekannt, bewusst geworden. So. Und diesem Bewusstsein mal Rechnung tragen, indem wir auch Haltung zeigen und Engagement beweisen. In einer gewissen Bereich der Weltökonomie ist es ja immer so größer, schneller, ne? Mehr Export, mehr expandieren jedes Jahr. Gibt es für euch eine organische Grenze des Firmenwachstums? Eine Grenze des Unternehmenswachstums gibt es für uns eigentlich nicht. Für uns ist es halt wichtig, gerade wenn wir Cola in Glas- und Mehrwegflaschen verkaufen, dass wir eine lokale Wertschöpfung generieren. Also mit einer verbrauchernahen Abfüllung zum Beispiel, weil wir halt Einwegverpackungen vermeiden wollen. Insofern ist das Wachstum, ja, es gibt bestimmte Grenzen irgendwo, aber solange es uns gelingt, vor Ort eine Abfüllung, eine Produktion zu generieren, können wir aus Hamburg heraus die Idee von der leckeren Cola auch in die Welt tragen. Dann habe ich ja die privilegierte Chance, immer mal wieder in Unternehmen reinzugehen und das direkt von den Menschen dazu erfahren, was los ist, wenn man sich jetzt mal schlau machen will über Fritz Kohler, über die Nachhaltigkeit, was da geleistet wird. Wie schaffe ich das von zu Hause im Homeoffice mal auf die Schnelle zu erfahren, was macht alles Fritz Kohler? Ja, wir haben im August unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der das Jahr 2019 behandelt. Und da gibt es in 9 Kapiteln ganz viele Grafiken, Informationen, Fakten und Insights, wie wir mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Das war jetzt mal ein Besuch bei Fritz Kohler im Rahmen meiner Sommertour der Nachhaltigkeit. War recht prickelnd, wie sich das für so etwas dann auch gehört. War spannend, gute Informationen bekommen, was man als mittelständisches Unternehmen, das wirtschaftlich erfolgreich sein muss, alles für die Nachhaltigkeit tun kann.